Moin zusammen, jetzt geht es wieder ab nach Camp Woodwind. Wir haben den aktuellen Challenge-Mode, der heißt Slow and Steady, das heißt, der Geist ist Ich habe langsam, gerade huntet aber aufgefallen, ich bin immer. Level 2024 von 3046 oder so. Was deine Erfahrungspunkte oder was? Ja, genau. Ja, lustig, ey. Ach, warum nehme ich eine Kerze? Ich wollte doch das hier. So. Also, der Geist huntet sofort. Ja, das war ein Perfect Game, weil der Knochen lag da zum Glück beim Campfeuer. So. Ja, das wäre lustig. So, wir bereiten hier kurz vor und dann geht es rein da. Eine. Ja, ich habe dir das vergessen, vorhin mit der Grace Period zu sagen. Mach die Lichter da an in den Zelten. Ich mach das. Oh shit! Ist der hinter mir? Oh, der ist da. Atem, das ist ein Hand, oder? Oder war das dein Atem? Ach, die krabbelt. Nein, das war mein Atem. Das war deiner, okay. Sie wird auch schneller, ne? Auch kein Raiju. Ich habe sie gesmatcht zum Ende des Hands. Machst du einen Wacky an? EMF5, okay. Da hinten irgendwo, das sind diese metallischen Sachen, die man da gehört hat. Hier, guck mal, hier beim Spielezelt und beim Essenszelt. Warte mal, das Lagerfeuer hatte gerade Atem gehabt. Guck mal mit dem Thermo. Hier ist aber auch Atem, da müssen wir schauen. Lagerfeuer. Lagerfeuergeist. Die Kiki-Kamera steht. Die wirft ja aber brutal, ey. Sing-Sang, ich bewege mich nicht. Kannst du fotografieren? Ich glaube, sie steht da irgendwo an der Seite, oder? Ah, da war sie, okay. Okay, kein Phantom dann, ha? Huh? Oh ja, da hört man die EMF-5er. Okay, ich muss Sensoren verteilen. Also Kurzis liegen schon mal. Ja, guck mal, da hinten liegt auch noch eine UV. Wo sind die Sensoren? Ich brauch die Sensoren. Wo sind die? Hier. Schnell, 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 schnell. Die hat gerade den Ball gekickt. Wir müssen gucken, wo die rumläuft. Spritbox. Okay, Spritbox und kein UV, ne? Kein Wraith, sie ist im Salz. Vielleicht ein Spirit, weil sie so aktiv ist und nicht huntet. Ja, also. Also, Kiki, falls wir sterben, wir gehen mal vom Spirit erstmal im Moment aus. Ja, genau. Hier, ich habe da noch Salz hingetan. Der Spirit hat, glaube ich, noch Ghost Riding oder so. Ich habe keinen Smudge in der Hand. Wir müssen also loopen. Ich wollte gerade Lichter anmachen, weißt du? Da kannst du Fußabdrücke sehen. Ah ne, die hat ja gar keine. Das waren auch, glaube ich, 3 Minuten, ne? Ja. Okay, sie ist fertig. Kannst ja nach dem Knochen suchen, wenn du willst. Beim nächsten Hand werde ich sie mal smudgen. Wenn das ein Spirit wirklich ist, haben wir eh Zeit. Ein Spirit würde uns noch ins Buch schreiben. Ach, das ist wieder der Floaty Bone, okay. Oh, sie hat hier gerade was geschmissen. Wieder ein EMF5.
So, jetzt können wir sie auch sehen. Okay. Aber Curse Possession gibt es wirklich keine, ne? Kein Ouija Board, ne? Keine Voodoo-Puppe da hinten? Die Monkey Paw sagtest du war auch nicht da, ne? Warte mal, ich brauche mal eine Taschenlampe. Die Musicbox ist, glaube ich, in einem der Zelte. Ich werde die nachher nochmal beim Hans machen. Ich weiß nur nicht mehr, in welchen. In irgendeinem der Zelte ist die Musicbox auf so einem Tischchen. Nee, ich sehe hier keine Musicbox. Der Summoning Cycle wäre da hinten. Ich glaube, der Summoning Cycle wäre da hinten bei dem Spielezelt oder bei dem Essenszelt. Da ist aber auch nichts. Also eigentlich haben wir, glaube ich, gar keine Curse Possession. Ein Spirit würde ins Buch schreiben. Warte mal, das eine Buch, ist das beschrieben? Guck mal, der Stift ist nicht mehr da, das vordere Buch. Guck mal. Das ist, glaube ich, beschrieben, ne? Sieht nur so aus. Aber der Stift ist doch weg. Hat sie es geworfen? Es kann sein, ich weiß es nicht. Ja, sie hat es umgeworfen. Okay, das heißt, sie wird nicht reinschreiben. Dann können wir das Buch rausschließen. Dann ist es doch kein Spirit. Dann ist es Twins. Kiki, wir haben Twins. Sag mal, hinter mir spawnen. Das sind immer die Besten, ne? Kleiner Kabelkeks. Frisst das. Sind immer die Besten, ey. Und Küken, bist du Gassi gegangen? Kiki, wir haben Twins. Twins wäre Freezing. Wir müssen mal gucken, ob hier Freezing ist. Ja, ist Freezing, ist unter Null. Freezing, ja, definitiv Twins. Brauchen wir noch irgendwas? Ja, und das Kruzi, ne? Wo sind die Kruzis? Hier liegt eins. Wo ist das andere? Ist nur ein Event, die kann ich handeln. Ich habe sie gesmutscht. Wo ist denn das zweite Kruzi? Ich sehe das hier nicht. Wo habe ich denn das andere? Habe ich das hier hingetan? Küken, guck mal, hier ist das zweite Kruzi. Kannst du das in der Hand lassen und wenn sie ein Event hat, dich einfach damit so hinstellen? Hier ist das Kruzi. Ach shit, der Brecki. Ich mache ihn mal wieder an. Das wird jetzt ein bisschen eine Präzisionsarbeit mit dem Kruzi, weil wir wissen ja nicht, wo der Twin anfängt zu handeln, also der Decoy. Hier ist ja auch noch eins. Wie liegt denn das Kruzi da? Ist das bei dir auch so halb im Boden? Welches Kruzi? Ach, da. Siehst du das? Bei mir guckt das so hoch. Ah, perfekt, erledigt. Kann's fotografieren hier. Cool, haben wir das Kruzi auch geschafft. Oh, das zweite hat nicht gezählt. Schade. Wahrscheinlich, weil es so halb im Boden war, bestimmt. Ach ja, jetzt kommt das wieder. Warte, ich hole eine Taschenlampe. Komm her, Taschenlampe. Ja, okay, sieht man eh nichts mit. Ja! Wie der da reingeflogen ist. Ja. Okay. Mensch. Kiki, hast du Twins drin? Yes. Okay, dann Abfahrt. Also, ist eigentlich easy, den Geist rauszufinden. Wenn man Glück hat und Freezing bekommt, wie in dem Fall hier, kann man sicher sein. Ansonsten würde ich eben auch mit den sekundären Erkennungsmerkmalen von den Geistern dann arbeiten. Zum Beispiel Wraith, dass er nicht ins Salz tritt und solche Geschichten. Oder wir hatten vorhin Hanto, ich hatte auf Solo einen Thay. Wenn ihr genau hinhört und ihr hört, Moment mal, der Geist bleibt immer gleich schnell. Ich weiß, diese 50% Geschwindigkeit ist schwierig, weil man ja meistens entweder mit 100% Geistergeschwindigkeit oder 150% spielt. Aber man kann ja am Takt hören, ob der schneller wird oder nicht. Man muss nur ein bisschen Taktgefühl dafür haben und
dann merkt man so, okay, der wird schneller oder nicht. Und so kann man schon mal zumindest die unterscheiden. Und ja, wie gesagt, benutzt die sekundären Merkmale zum Teil, kombiniert die, weil Spirit Box zum Beispiel kann manchmal schwer sein. Freezing kann schwer sein, weil er die ganze Zeit am Handen ist und am Rumlaufen ist. Dann wird der Raum eben nicht kalt. Also da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Salz könnt ihr beim Hand machen. Spirit Box könnt ihr beim Hand versuchen, wenn ihr allein seid mit dem Geist und das Licht aus ist. Also, und ihr könnt Lupen üben in dem Challenge-Mode. Also, viel Spaß beim Selbstspielen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.